Brandausbruch in einem Hochregallager. Ein schrecklicher Gedanke. Was tun? In den nächsten 4,5 Minuten erleben Sie, wie eine gefahrlose Rettung mit einem einfachen und unkomplizierten Rettungsgerät möglich ist. Hierzu haben wir eine Hochregalanlage ausgesucht, in der bis zu 15 Mitarbeiter gleichzeitig in ihren fahrbaren Regalbediengeräten mit unterschiedlicher Last, unterschiedlicher Geschwindigkeit und in unterschiedlichen Höhen die Regale be- und entladen. Der Rettungsschlauch befindet sich direkt unter dem Fahrersitz in einem Metallkasten, der sich durch einen einfachen Handgriff so öffnen lässt, dass sich erstens der Rettungsschlauch sicher und vor allem rapide entfaltet. Und zweitens der Fahrer problemlos einsteigen kann. Das Weitere, nämlich das gefahrlose Herabgleiten zum Fußboden, geschieht von selbst. Bei geöffneter Klappe ist ein Inbetriebsetzen des Regalbediengerätes nicht möglich. Hierfür sorgen zwei Sicherheitsschutzschalter. Durch die im Boden der Fahrerkabine befindlichen Sehschlitze kann genau kontrolliert werden, ob sich der Rettungsschlauch bis zum Boden entfaltet hat. Das Verlassen des Rettungsschlauches aus unterschiedlichen Höhen wird durch Reißverschlüsse ermöglicht, die auf der gesamten Länge des Schlauches angebracht sind. Die Reißverschlüsse sind farbig innen und außen markiert und können sowohl von innen als auch von außen geöffnet werden. Nach Aufklappen der Bodenplatte wird der grüne Sicherungsbügel sichtbar, mit dem der Ablassmechanismus betätigt wird. Das Hinabgleiten innerhalb des Rettungsschlauches erfolgt spiralförmig, entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Gleitrichtung dieses Linksdralls ist durch grüne Pfeile gekennzeichnet. Die Sinkgeschwindigkeit beträgt maximal 2 Meter pro Sekunde, unabhängig vom Körpergewicht, und kann durch die Körperhaltung reguliert werden. Jeder Rettungsschlauch wird individuell vom Technischen Überwachungsverein abgenommen. Das Rettungssystem wird von der Berufsgenossenschaft für Großhandel und Lagerei empfohlen.